Also Gebrauch der Lüste ist Gewalt oder ist Erkenntnis? Diese Schiene öffnet sich speziell in der Philosophie der Mitte des 20. Jahrhunderts. Auf der einen Seite, ganz klar, im Anschluss an Marquis de Sade, den die Surrealisten ja sehr geschätzt haben und der auch bei den Existenzialisten eine wichtige Rolle spielt, ist klar, dass sozusagen diese Thematik der Gewalt und Georges Bataille, ein dem Surrealisten nahestehender Philosoph, der 1962 gestorben ist. Von dem habe ich ja eben das entsprechende Zitat, das haben Sie auf dem Blatt, das habe ich aber leider secondhand zitiert. Sie haben eine Angabe aus der Biografie, der Saat-Biografie, die gerade erschienen ist bei C.H. Beck von dem Historiker Volker Reinhardt, die Saat oder die Vermessung des Bösen, da aus dem habe ich sozusagen das Zitat entnommen, deswegen steht das da etwas seltsam auf dem Blatt angegeben, Reinhardt 22, das ist die Seite des Buches von Reinhardt, das Zitat ist aber von Bataille, also Georges Bataille. Im Wesentlichen ist das Gebiet der Erotik das Gebiet der Gewalt und der Vergewaltigung. Es bedeutet körperliche Erotik. Was bedeutet körperliche Erotik anderes als eine Vergewaltigung des Seins der Partner, eine Vergewaltigung, die an den Tod grenzt, die an den Mord grenzt? Also Bataille hat sehr viel, sein ganzes Werk durchzieht die Thematik der Erotik. Und die ist eben erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie müssen sich einfach die gewalttätige erste Hälfte des 20. Jahrhunderts vorstellen, die gleichzeitig, da werde ich aber noch später darauf eingehen, eine Übergangsphase ist, in Form einer Liberalisierung sexueller Praktiken oder eben in meiner Terminologie des Gebrauchs der Lüste. Wobei ich hier in meinem Kontext auch einen ganz engen Begriff der Liebe verwende, nämlich Liebe ist für mich nur verbunden mit Erotik. Es gibt keine Liebe ohne Erotik. Und also in der Verwendungsweise, wie ich sie jetzt hier verwende, das ist sozusagen mein Fokus hier. Und das Gegenmodell zu Bataille, das wäre sozusagen der Gebrauch der Lüste, der Gebrauch der Lüste als Erkenntnis. Und Desart hat selber sozusagen vom Gebrauch der Lüste, also der Akt ist Erkennen bei Desart. Und genau das hat Simone de Beauvoir, die hat 1955 ja einen großen Aufsatz über Desart geschrieben, soll man Desart verbrennen? Und das hat sie bereits 1954 in ihren Roman Le Mandarin, also die Mandarins von Paris, für den hat sie ja den Prix Goncourt bekommen. Das war sozusagen das zweitwichtigste Buch, 49 Le Deuxième Sex und eben 54 die Mandarins von Paris. Und da gibt es eine junge Dame und diese junge Dame verführt mehr oder weniger eine Figur, die im Grunde eine Persiflage auf Albert Camus ist. Mit dem waren sie um diese Zeit völlig verkracht und der kommt da auch wirklich schlecht weg, diese Camus-Figur. Das ist der Henri, Sie haben es auch auf dem Blatt. Da können Sie auch mitlesen. Also Beauvoir, M. Mandarins, 52 ist wieder die Seitenangabe. Henri fragt, warum eigentlich warst du so darauf erpicht, mit mir zu schlafen? Nadine, um dich kennenzulernen. Lernst du die Leute immer auf solche Weise kennen? Wenn man mit einem schläft, bricht man das Eis. Man versteht sich doch dann besser als vorher, oder nicht? Also sozusagen da kriegt der Gebrauch der Lüste eine ganz andere Dimension, ja, zwischen Gewalt und Erkennen. Man könnte natürlich jetzt ganz kurz schließen, ich meine im Hintergrund und das wird auch am Ende, da komme ich auch darauf hinaus, also sozusagen Michel Foucault ist da mein Orientierungspunkt, Macht und Wissen gehören eng zusammen, es gibt keine Macht, kein Wissen ohne Macht und umgekehrt werden Erkennen und Macht ist natürlich, was sozusagen ist auch immer Gewalt. Also das ist sozusagen die Spannbreite.
der Gebrauch der Lüste zwischen dem der Gewalt und der Erkenntnis. Ne? Sozusagen die Gewalt klingt jetzt erstmal als das Böse, die Erkenntnis als das Gute, aber das ist natürlich auch schlicht zu einfach. Jetzt ein paar Zitate über den Gebrauch der Lüste. Eigentlich kaum philosophische Zitate. Eins haben Sie auf dem Blatt, aber das werde ich nicht vorlesen. Das ist von Paul Ricoeur, das lasse ich mal beiseite. Das ist zu kompliziert, das dauert zu lang. Das hatten Sie jetzt nicht auf dem Blatt, was ich vorlese. Sozusagen das ist mein Punkt 2, der Akt des Gebrauchs der Lüste. Ich denke, eine der brillantesten Darstellungen des Gebrauchs der Lüste ist in Heinrich Heines Harzreise von 1824. Und dort gibt es ein Gedicht, die Bergidylle. Da schildert Heinrich Heine, wie er im Harz bei Bergarbeitern ist und im Haus eines Bergarbeiters sitzt. Und die Eltern gehen ins Bett und er sitzt noch mit der Tochter. Und sozusagen am Ende gibt es eine Verführungsgeschichte. Das heißt aber, die Verführungsgeschichte klappt, nur das, worum es eigentlich geht, klappt nicht. Denn eigentlich ist das Symbol, Heine schreibt ja in diesem Sinne esoterisch, also es können nur die Eingeweihten verstehen, weil er schrieb ja unter Zensur. Und sie haben sozusagen eine obere, eine exoterische Ebene, so sieht der Text aus. Und sie haben natürlich eine, auf die er sich bezieht. Wenn Sie das Wort Revolution bei Heine lesen, ist es immer negativ. Und wenn es irgendwelche Träume gibt, wo ganz seltsame Geschichten passieren, da geht es um die Revolution. Ja, ich lese es mal hier kurz vor. Also einen Auszug aus der Bergidylle, genau sozusagen der Akt des Gebrauchs der Lüste. Zitterklang und Zwergenlieder tönen aus des Berges Spalt. Und es sprießt wie ein toller Frühling, draus hervor ein Blumenwald. Blumen, kühne Wunderblumen, Blätter breit und fabelhaft, duftig bunt und hastig regsam, wie gedrängt von Leidenschaft. Rosen wild wie rote Flammen sprühen aus dem Gewühl hervor, Lilien wie kristallene Pfeiler schießen himmelhoch empor. Und die Sterne groß wie Sonnen schauen herab mit Sehnsuchtsglut, in der Lilien Riesenkelche strömet ihre Strahlenblut. So, das würde ich sagen, ist mit eine der sozusagen härtesten Darstellungen des Gebrauchs der Lüste der deutschen Literatur. Das ist jetzt nicht mehr deutsche Literatur, aber wir können ja in der Zwischenzeit eigentlich von der Globalisierung da auch sprechen, natürlich deutsch oder nicht deutsch, Umberto Eco, 1980, Der Name der Rose. Da gibt es ja die Szene, wo der Adson von Melk eben dem Bauernmädchen begegnet und mit diesem den Gebrauch der Lüste pflegt. Oder sagen wir es anders, etwas weniger, die Lüste gebraucht. Also Echo 300, achso, das haben Sie nicht auf dem Blatt, brauchen Sie auch nicht, das versteht man so, muss man nicht mitlesen. Allmählich stiegen dann andere Worte aus meinem Innern auf, Worte, die ich zu anderen Zeiten vernommen und die gewiss zu anderen Zwecken gesprochen waren, die mir jedoch wie durch ein Wunder im Einklang zu stehen schienen mit der Lust jenes Augenblicks, als wären sie konsubstanziell zu ihrem Ausdruck ersonnen. Worte, die sich in den tiefsten Zonen meiner Erinnerung festgesetzt hatten, stiegen heraus auf und sprang mir auf die stummen Lippen und ich vergaß, dass sie einst in der Schrift oder in den Büchern der Heiligen dazu gedient hatten, Wahrheiten und Empfindungen von ganz anderer Art auszudrücken. Aber gab es denn wirklich einen Unterschied zwischen dem hehren Entzücken, von welchem die Heiligen sprechen, und der heißen Lust, die meine erregte Seele in diesem Moment empfand? Ja, ich gestehe, in diesem Moment erlosch in mir der wache Sinn für die Differenz. Und das ist stets, so scheint mir, das Zeichen der Entrückung und des Sturzes in die Abgründe der Identität. Und an dieser Stelle kann ich dann noch die Abgründe der Identität, ich würde ja auch sagen, der den Gebrauch der Lüste sozusagen am
fokussiertesten zusammenfasst. Das ist ein Satz des, ja, deutschen, des ersten deutschen Philosophen oder Philosophen deutscher Sprache, sozusagen des großen Mystikers Meister Eckhart. Und der Satz heißt schlicht und einfach: Am Grunde herrscht das größte Schweigen. Das ist die Unio Mystica. Und das sind die Abgründe in dieser Terminologie, die Abgründe der Identität, und es gibt keine Differenzen mehr. Die Differenzen schaffen sozusagen das Individuum hier. Es ist eine bestimmte Vorstellung, die durchaus von Nietzsche her bestärkt worden ist. Daraus hebt die Individualität auf, das Dionysische. Dionysos, der Gott des Rausches, und eben Apoll, der Gott sozusagen der Klarheit, des Bewusstseins und des Wissens. Das klingt da noch nach. Dann noch eine literarische Geschichte nochmal aus Simone de Beauvoirs Mandarins von Paris. Das ist genau die Elgreen-Geschichte. Also sie mit Elgreen: Seine Hände rissen mein Hemd weg, sie streichelten meinen Schoß, und ich gab mich der schwarzen Sturzwelle des Verlangens hin. Emporgetragen, gewiegt, wieder untergetaucht, gehoben, in die Tiefe geschleudert. Sekunden gab es, in denen ich vom Gipfel herab ins Leere stürzte. Ich sollte im Vergessen in der Nacht ertrinken. Welche Reise! Naja, ich werde jetzt noch die zwei Sätze dazu sagen, die jetzt unmittelbar im Text folgen. Seine Stimme warf mich aufs Bett zurück. Muss ich aufpassen, wenn das möglich ist? Bist du nicht abgeriegelt? Also das nur noch sozusagen nebenbei. Also sozusagen Gebrauch der Lust ist damit klar umrissen. Ne? Damit schildere ich Ihnen jetzt eine Art Kulturgeschichte des Gebrauchs der Lüste, sagen wir es mal so. Da fangen wir in der Gegenwart an. Ich will sowieso nur im besten Fall gehe ich ein bisschen im Grunde auf die Gegenwart und dann natürlich maximal bis ins 18. Jahrhundert, also weiter nicht. Es kommt natürlich auch die Antike. Geht halt nicht anders, keine Philosophie ohne die Antike. Okay, aber trotzdem jetzt die Situation des Gebrauchs der Lüste heute, zwischen Gut und Böse sozusagen. Jean-Claude Kaufmann, ein französischer Soziologe, Gegenwartsoziologe, lebt noch, schreibt noch und so weiter, hat 2011, haben sie auf dem Blatt die Angabe, ein Buch veröffentlicht im UVK Verlag, Sex et Amour. Das A ist das E-Mail-Zeichen und wie das Internet unser Liebesleben verändert. Und da schildert er erstmal sozusagen die veränderte Situation, was es denn da alles gibt. Und das erste Zitat, das haben Sie auch auf dem Blatt, Kaufmann 125a: Die Online-Begegnungen haben die Landschaft der Liebe beträchtlich erschüttert. Nichts wird mehr so sein, wie es davor war. Unter dem Schutz der Anonymität der Nebenwelt ist ein neuer Raum für Sex entstanden, der als eine Freizeitbeschäftigung gilt. Man plant eine heiße Nacht, wie man ins Kino oder ins Restaurant gehen würde. Und dabei spielen natürlich ganz entscheidend die Frauen eine Rolle, weil Männer haben das ja immer schon gemacht. Da gab es ja nur die braven Bürger des 18. und 19. Jahrhunderts, die das dann mit ganz schlechtem Gewissen getan haben. Aber dass sozusagen die Speerspitze der Veränderung von sexuellen Praktiken in dieser Hinsicht sind natürlich die Frauen gewesen, weil die bis dato in der Regel eben das nicht getan haben. Oder ganz sozusagen auf der Ebene der Prostitution und so weiter. Also ganz woanders und in den Schatten gedrängt und so weiter. Das ist im Grunde das, was Kaufmann auch im Großen und Ganzen schildert. Da haben Sie ein Zitat, das nächste, Kaufmann 149. Die Frauen, die auf Männerjagd gehen, die Anhängerinnen des Sexes um des Sexes willen, die ihre Lust befriedigen, befinden sich in der Minderheit. Aber sie sind eine sehr aktive und mitteilsame Minderheit, die im Netz den Ton angibt, und eine Minderheit, die in rasantem Tempo größer wird. Also sozusagen damit ist natürlich klar, wenn
sagen wir es mal so, 18., 19. Jahrhundert in der Regel, bis auf ganz kleine Minderheiten, die sind dann nicht ganz unwichtig, kommen noch, aber ist eben das Modell der Ehe das einzig legale Modell für den Gebrauch der Lüste. Das gilt aber wirklich nur für das 19. Jahrhundert. Vorher war das nicht so. Und sozusagen da wird plötzlich die Ehe der einzige Ort und Frauen bekamen in ihrem Leben, jetzt sagen wir mal, ich rede von der Bourgeoisie, ich rede vom Bürgertum, ich rede nicht von den Arbeitern, das natürlich, gibt es natürlich ganz klar Unterschiede und auf den Adel komme ich noch. Da kann man sagen, mussten Männer werben, Frauen wurden von ihrer Familie behütet, was sie heute durchaus im Islam ganz üblich haben, ist im 19. Jahrhundert in Deutschland auch nicht anders gewesen. Und Männer mussten werben, Frauen sich zurückhalten und wenn der Mann mit Moralität und Ökonomie sozusagen geworben hat und vertrauenswürdig war, Frauen durften auf keinen Fall irgendwie sexy sein oder sonst was, das war überhaupt nicht akkreditiert. Dann haben die Frauen sich beraten mit ihrer Familie und das Angebot gegebenenfalls angenommen oder abgelehnt. Aber sowohl die Männer wie die Frauen hatten nicht so viele Chancen. Also man konnte nicht so viele ablehnen. Und man hatte auch nicht genügend, denen man irgendwie Angebote machen konnte. Und deswegen, es war natürlich, aber dann war es klar und für beide, das kann man eben sagen, für die Frauen sowieso, aber für die Männer damals eben auch, war der Sinn des Lebens die Ehe. Also für die Ehe hat man auch einen schlechten Job in Kauf genommen. Das war sozusagen der Sinn des Lebens. Das können Sie bei Eva Illo, das ist eine Jerusalemer Soziologin, die schreibt jede Menge Bücher bei Surkamp. Und ihr letztes relativ erfolgreiches, Warum Liebe wehtut, dort wird diese Szene sehr gut geschildert. Und deswegen sozusagen ist die, also hat sich hier eine Veränderung abgespielt, an der eben natürlich an einer ganz entscheidenden Stelle sozusagen die Frauen mitgespielt haben. Denn wie gesagt, die Männer irgendwie haben erstens die Prostitution gehabt und so weiter. Das war immer schon noch eine andere Geschichte. Kaufmann hat dann natürlich das Problem, dass er durchaus zugestehen muss, dass das Monopol der Ehe in Frage steht. Und zunehmende Single-Existenzen und dergleichen sich ausbreiten und deswegen natürlich sozusagen die traditionelle Familienordnung in Frage steht. Und das ist sozusagen die Situation, ja, wir können ja auch mal sagen, seit etwa den 70er Jahren steigen die Scheidungszahlen rasant. Bis dahin blieb das noch. Ich habe Zitate auf dem Blatt von Niklas Luhmann. Der hat 1969 ein Seminar an der Uni Frankfurt über die Liebe gehalten. Und da ist am Schluss des Textes so die Feststellung, naja, trotz aller 68er, die da die freie Liebe gerade forderten, und es gab natürlich eine ganze Menge Vorläufer, die Ehe ist stabil, die Scheidungsraten sind gleich. Na, hätte er bloß noch 3 Jahre warten müssen, dann hätte er gesehen, dass sich das dann dramatisch änderte. Ich habe das bei meinen Eltern mitbekommen. Meine Großeltern haben noch in keiner Risikogesellschaft gelebt. Das war klar. Die lassen sich nicht scheiden. Und meine Mutter, in den 70er Jahren wurden plötzlich die Ehen ringsherum geschieden. Und dann war mal eine da, die da eben so eine Scheidungsgeschichte erzählte, sagte hinterher meine Mutter zu meinem Vater, jetzt weißt du ja, wie du es machen musst. Und 20 Jahre später habe ich gelernt, Ulrich Beck hat 86 das Buch Risikogesellschaft publiziert und damit diesen Begriff populär gemacht. Und da geht es im Wesentlichen um die Individualisierungsrisiken, also genau um diese Risiken. Es geht auch um die industriellen, aber diese spielen eigentlich nur am Rande eine Rolle. Das Buch ist berühmt geworden wegen Tschernobyl, ist gleichzeitig erschienen. Und jedenfalls, da habe ich ja, das war die Risikogesellschaft. Ja klar, da waren sie angekommen, in der Risikogesellschaft. Also in dieser Hinsicht sozusagen hat sich dann natürlich eminent viel verändert. Also erstmal die Single-Haushalte, die Scheidungsraten und so weiter.
Der neueste Fall, den ich jetzt zufällig aus dem Umfeld erfahren habe, dass die Schwiegereltern einer guten Freundin von mir, die haben sich jetzt mit 88 getrennt. Aber die haben erst gewartet, bis die Kinder tot waren. Ja, das sicher. Aber die haben sich mit 88 getrennt. Er ist ins Heim gegangen. Und dann wollte er wieder zurück, hat sie gesagt, nee. Kommt nicht wieder zurück, bleibt im Heim. Die Ehen enden nicht mehr mit dem Tod, kann man da sagen. Und ja. Der Ehe hat wirklich nur im Anfang des 20. Jahrhunderts für eine kleine Schicht der Bevölkerung gelten. Bitte? Nur für die Bürger, nicht alle anderen konnten sich nicht leisten, oder die Adel hatten noch ein anderes Bild an der Geschichte. Zumindest gerade Rufus Beck, die hat ja ein interessantes Buch dazu geschrieben, Die halbierte Frau. Mhm. Moment, also mir ist jetzt noch nicht ganz klar, worauf Ihr Argument hinausläuft. Mein Argument, also die Frage ist für mich tatsächlich dieses Bild der Ehe, was ja in den 60er Jahren in Deutschland ganz hochgehalten wurde. Aber tatsächlich hat es ja immer nur für einen kleinen Teil der Gesellschaft wirklich funktioniert, so wie dieses Ideal dargestellt worden ist. Und Sie beziehen sich jetzt so stark darauf, weil ich mich frage, es gab immer andere, viele andere Lebensformen nebenher. Ah, da wäre ich aber skeptisch. Also sozusagen gerade im Kleinbürgertum, da waren die Ehen Überlebensgeschichten. Also schon vor dem Hintergrund. Die konnten sich gar nicht scheiden lassen. Also das Großbürgertum hatte da sozusagen andere Spielräume. Je protestantischer sie waren, umso, tugendhafter. Und deswegen, das 19. Jahrhundert etablierte er als den einzig legalen Ort und das Kleinbürgertum macht das dann fleißig mit. Die da irgendwie ein bisschen aufgestiegen sind, sehen das ja quasi als Errungenschaft. In der Türkei war man in den 70er Jahren ganz stolz darauf, die niedrigste Scheidungsrate der Welt zu haben und die Monogamie eingeführt zu haben. Denn vorher war noch die Polygamie da. Hat er Atatürk ja gemacht. Und es gab kleine alternative Gruppen, aber da komme ich noch dazu. Das ist eine andere Sache. Jetzt sozusagen zur Gegenseite. Also ich meine, das ist die eine Perspektive, die kann man gut oder schlecht finden. Jetzt gibt es natürlich Kritiker, unter anderem diesen Kaufmann, der eigentlich erstmal die Hälfte des Buches schildert, der sozusagen ein Schreckensszenario, um dann im Grunde darauf hinauszulaufen, alles halb so wild, alles halb so gefährlich. Sozusagen kritisiert dann zwar so einige Plattitüden, sage ich mal, also unter anderem, ja, früher führte die Liebe zum Sex und heute führt der Sex zur Liebe und früher blieben in den Tanzlokalen die Hässlichen sitzen, heute die Prinzipien haben und die nicht den Sex zur Liebe führen lassen wollen und so weiter. Also ist nicht ganz so. Und dann so unter Motto, naja, eine Weile, diese wilden Frauen, die Raubkatzen des Internet, wie er sie nennt, machen das ja nur eine Weile und dann fahren sie in den Hafen der Ehe ein. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ein Zitat habe ich, das ist Kaufmann 125 unter Punkt 4, Forderung nach einer Wiederkehr der Ethik. Viele Frauen suchen, wenn sie die 30 überschritten haben, weniger einen Märchenprinzen als vielmehr einen künftigen Vater für die Kinder, die sie haben möchten. Keine Rede mehr davon, dies alles in einem Netzwerk aufzulösen. Im Gegenteil, man muss ein leistungsstarkes Team bilden, das wie Pech und Schwefel zusammenhält, das Elternpaar. Das ist eine gewisse, naja, natürlich gibt's das, ist ja keine Frage. Und diese Gruppen, die Gruppen, die im Grunde sich aus dem Mainstream herausbegeben, bleiben in der Regel auch immer Minderheiten und waren auch nach 68 Minderheiten. Es ist immer noch so, dass der größere Teil der Leute so im Grunde heiratet und es gibt ja auch gar nicht so viele Ehen, die nicht geschieden werden. Also wenige Ehen. Also in dieser Hinsicht kann man natürlich sagen, das sind ambivalente Prozesse, die da stattfinden. Aber mir geht es natürlich jetzt um die Veränderung und nicht so sehr um das, was gleich bleibt. Das wird ja einerseits sozusagen als gut und andererseits quasi als böse beschrieben. Und das ist nämlich auch bei der Illo so, da hat man allerdings ein bisschen das Gefühl, das ist halt irgendwie das Dilemma, wie auch immer, der Professorin, die sich wohl nicht mit ihren Doktoranden einlassen will.
Und jetzt irgendwie, kurz bevor sie keine Kinder mehr kriegen kann, nicht mehr den adäquaten Partner findet. Jedenfalls sieht sie Frauen, Akademikerfrauen, massiv benachteiligt in dieser neuen Liebeswelt. Und deswegen, das haben Sie auch auf dem Blatt, das Zitat, da finden Sie auch dann die Angabe, ILO 117, Vorpunkt 5, der Wandel im Gebrauch der Lüste. Die Pornofizierung der Kultur vollzieht sich vor dem Hintergrund der kommerzialisierten, von den Fesseln ihrer moralischen Regulierung befreiten Emanzipation sexueller Wünsche und Fantasien. Die Moral der modernen Sexualität besteht nunmehr darin, die gegenseitige Freiheit, Symmetrie und Autonomie zu bekräftigen, statt so etwas wie sexuelle Ehre oder Normen der Monogamie zu respektieren. Sie will zwar nicht zurück ins 19. Jahrhundert, aber wie auch immer, ein Stückchen, sagen wir es mal so. Und also genauso vor dem Hintergrund, wie ich es beschrieben habe. Nun aber, diese Entwicklung ist natürlich nicht erst seit 30, 40 Jahren oder gar mit dem Internet gekommen. Das Internet hat hier ganz bestimmte Sachen angeknüpft oder hat bestimmte Sachen befördert, erleichtert, ist ganz klar. Da hat sich halt sicher seit den 60er Jahren und den 70er Jahren hat es eine Art Liberalisierung gegeben. Die hat allerdings einen viel längeren Vorlauf. Und die 68er sind da eigentlich nur mehr oder weniger am Rande mit beteiligt in diesem Prozess. Dieser Prozess beginnt, naja, ich mache ihn jetzt mal ins 19. Jahrhundert. Da haben Sie gewisse Randgruppen, die sich gegenüber der Militarisierung und eben auf das Monopol der Ehe zugeschnittenen, monogamen Ehe zugeschnittenen Gesellschaft gewährt haben. Zum Teil aus Not oder wie auch immer, weil sie das nicht ertragen konnten. Also Sie können an Leute denken wie Georges Sand, Chopin, die Bohème und so weiter. Friedrich Nietzsche wäre so ein Sprachrohr dieser Gruppe und so weiter, wobei der selber nicht dazugehört, das kann man einfach sagen. Aber in gewisser Hinsicht das Sprachrohr dieser Gruppe. Es gibt auch Sprachrohre dieser Gruppe, die damit überhaupt nichts zu tun haben, aber die trotzdem ganz entscheidend das Denken auf den Begriff gebracht haben, nämlich Sören Kierkegaard beispielsweise. Hardcore, Herrenhuter, Brüdergemeine, tiefes Sündenbewusstsein und so weiter, tiefchristlich und so, kritisiert die Laschheit der evangelischen Kirche und entwickelt aber die Philosophie sozusagen der individuellen Verantwortung oder der individuellen Existenz und der Selbstgestaltung. Ja, Protestant, die sind Virtuosenethiker und nicht sozusagen, die leben nicht in der Gemeinde. Also die Hardcore, wie Calvinisten und so weiter, für die gibt es, sind 95% der Leute in der Hölle und die anderen 5 sind die Eliten. Und deswegen sind die eben nicht gemein, die sind nicht kommunitarisch, die sind in der Hinsicht libertär. Ja, ein Punkt, den ich da sozusagen immer als Anfangspunkt sehe, das ist das Buch von Hannah Arendt über Rahel Varnhagen, Das Leben einer deutschen Jüdin in der Romantik. Und Rahel Varnhagen hat vor 1806 einen der renommiertesten Salons in Berlin geführt, in dem sozusagen alle Stände zusammenkamen, alle Ethnien zusammenkamen, in dem man sozusagen über Standes- und Ethniengrenzen hinweg frei miteinander umging, kommunizierte und so weiter. Natürlich war da die Sexualität auch mit dabei, musste mal, glaube ich, sie mit irgendeiner Prinzessin des preußischen Hochadels nach Paris fahren, weil sie ein gewisses Problem hatte, das man dort wohl eher lösen konnte und so weiter. Bis 1806 ging dieser Salon, dann ist Napoleon in Berlin einmarschiert und in Preußen brach ein unglaublicher Judenhass aus. Und damit endete sozusagen diese Idylle. Und Arendt schreibt eben in ihrem Buch sozusagen die Problematik. Also die hat diesen Salon geführt, weil sie sich quasi emanzipieren musste. Warum musste sie sich emanzipieren?
In einer Frau schafft Schönheit die Distanz, aus der her sie urteilen und wählen kann. Keine Klugheit und keine Erfahrung können den Mangel solch natürlich gegebenen Raumes für die Urteilskraft aufholen. Also nicht reich, nicht gebildet und nicht schön. Also eigentlich ohne Waffen den großen Kampf um Anerkanntsein in der Gesellschaft, um soziale Existenz, um ein Stückchen Glück, um Sicherheit und bürgerliche Situation zu unternehmen. Sozusagen Arendt beschreibt Farnhagen eben, wie sie im Grunde eine Ehe sucht und immer daran scheitert, dass sie Jüdin ist. Und am Ende findet sie jemand, von dem hat sie ja dann auch den Namen, Farnhagen von Ense, aber dann wird sie weiter diskriminiert. Ne? Sie fährt mit ihrem Mann, der war Botschafter immer wieder für alle möglichen Kleinstaaten, ständig durch Deutschland, trifft Leute, die in ihrem Salon waren, die empfangen sie nie alleine, nur mit ihrem Mann. Also sozusagen der Judenhass um diese Zeit war sehr, und damit sozusagen dieser Punkt, das ist ein Aspekt, der in dem eben schon andere Entwicklungen in Gang kamen um diese Zeit, also Salonkultur, auch 18. Jahrhundert in Paris, ganz klar. Im Weiteren gibt es einen wunderbaren Fall, Max Weber, ich weiß nicht, wie weit er Ihnen bekannt ist, einer der Gründerväter der deutschen Soziologie, 1864 geboren, 1920 gestorben und Hardcore-Protestant, wirklich Hardcore-Protestant, heiratet, weil es an der Zeit ist. Und er hat mit seiner Frau keinen Gebrauch der Lüste. Und nach irgendwie 10 Jahren, sie gibt in Heidelberg, wo er Professor ist, Empfänge und Salons, und da ist eine Pianistin, und ja, mit der hat er dann ein Verhältnis. Ich lese das mal vor, das haben Sie auch nicht auf dem Blatt, das ist aus einer Biografie Jürgen Kaube, Max Weber. Mit der Pianistin Mina Tobler wird die Sexualität für Weber ästhetisch besänftigt, die Zartheit der Begierde vorgezogen. Sie verspricht keine Räusche, sondern ist einfach zur Stelle, um ihn zu lieben. Vor allem aber, Max Weber muss ihr nichts beweisen. Und sie erhebt, was entscheidend ist, keinen Anspruch, das ganze Leben mit ihm zu teilen. Die Gattin willigt ein. Und also sozusagen aus einer ganz anderen Schiene plötzlich sozusagen so ein Modell, also quasi Auflösung der Hardcore-Ehe der protestantisch geprägten, na, die in der Tat eigentlich keine Hintertürchen hat. Und und dann gibt es noch eine Doktorandin von Weber, mit der hätte er gern was gehabt, da war sein Bruder schneller. Und 20 Jahre später, also das war nicht klar, der ist plötzlich gestorben, da begegnet er ihr wieder, und dann hat er mit ihr ein Verhältnis, und seine Frau genauso befördert das auch noch in der Richtung. Sie spricht ihm zu, nach München eine Professur zu übernehmen, weil dort wohnt in der Gegend diese, Else Jaffe, eine von Richthofen. Und also da gab es um diese Zeit eben verschiedenste Bewegungen, unter anderem in Ascona der Monte Verita, sozusagen einerseits spirituell und gleichzeitig liberaler im Gebrauch der Lüste. Und da auch nochmal kurz ein Zitat. 1906 taucht Otto Gross im Weltdorf der Erforschung, also ist auch von Kaube, im Weltdorf der Erforschung religiöser Virtuosen, also dem Monte Verita in Ascona, auf, schwängert die spätere zweite Geliebte Max Webers, Else Jaffe von Richthofen, gerade. Der kleine Peter entsteht, notiert sie dazu, woraus aber keine tiefen Verstimmungen zu ihrer intimen Internatsfreundin Frieda Gross, also die Frau vom Herrn Gross, entstehen, die den Ansichten ihres Gattens, was Hemmschwellen anging, beipflichtete und selbst mehrere Nebenmänner hatte. Gross hat darüber hinaus noch eine Affäre mit Else Jaffes Schwester, damals in England verheiratet, Edgar Jaffe, also der Mann von der Else Jaffe. Jedenfalls weiß von allem die Webers, wenig später auch in Heidelberg selbst wäre das sozusagen zwischen weniger engen Vertrauten kein Geheimnis geblieben. Also selbst in eigentlich sehr konservativen Kreisen
bricht da einiges ein. Und darüber schreibt in seinem Hauptwerk Charles Taylor, das ist ein kanadischer politischer Philosoph, in der Zwischenzeit bestimmt hoch über die 80. 2007 hat er ein 1400-Seiten-Opus, ein säkulares Zeitalter, publiziert. Das Zitat haben Sie auf dem Blatt. Der beschreibt jetzt, was da passiert, sozusagen. Also Taylor 792, das Gefühl des Epochenwandels spiegelt sich in den folgenden bekannten Worten Virginia Woolfs. Ungefähr im Dezember 1910 änderte sich die menschliche Natur. Also sozusagen ein, der Witz an der Geschichte ist auch, der Georg Simmel, ebenfalls Gründerväter der deutschen Soziologie, 1918 gestorben, schreibt etwa von 1880 bis eben seinem Tod Kulturtheorien, in denen es irgendwo an vielen Stellen darum geht, dass das Individuum sich gegen den Druck dieser militarisierten Gesellschaft des 19. Jahrhunderts auflehnt und immer scheitert. Das ist sozusagen die Tragik der kulturellen Entwicklung, so Simmel. Und man könnte sagen, so ab vielleicht 1910 beginnt sich das zu ändern, also das Scheitern. Seit dieser Zeit sozusagen kommen plötzlich andere Dinge an die Öffentlichkeit. Und das ist natürlich das Entscheidende. Ich lese hier weiter vor, denn da kommt der nächste Punkt. Ein Parallelfall ist in den 1920er Jahren André Gides öffentliches Bekenntnis zu seiner Homosexualität. Ein Schritt, zu dem ihn nicht nur sein Begehren, sondern auch seine Haltung in Bezug auf Moral und Integrität veranlassten. Also es geht nicht darum, dass man das jetzt endlich mal sagen darf, sondern dass man das sagen darf, weil man berechtigt es sagen darf. Das ist keine, also man darf damit nicht mehr diskriminiert werden. Natürlich, und ich meine, da können wir sagen, wir haben verschiedene Emanzipationsbewegungen seit dem 18. Jahrhundert und die letzte, die zurzeit auf sich aufmerksam macht, das ist, oder die aktuellste, das sind natürlich die der Schwulen und Lesben. Also sozusagen in dem Maße, wie sie quasi heute präsent sind, waren sie auch in den 70er Jahren noch nicht präsent. Natürlich in einem bestimmten Teil der Welt und nicht überall, das ist ja klar. Ich lese hier nochmal weiter, denn jetzt kommt eigentlich die entscheidende Beschreibung. Aber erst in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, also im Grunde, es gab kleine Gruppen, so Taylor, im 19. Jahrhundert, die versuchen, anders zu leben und andere Lebenswege zu beschreiten und so weiter, andere Lebensformen zu entwickeln und tendenziell verlieren die. Aber erst in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt diese Ethik der Authentizität die allgemeine Einstellung der Gesellschaft zu prägen. Es wird gang und gäbe, die eigenen Angelegenheiten selbst erledigen zu wollen. Das ist sozusagen also man will sich seine Lebensform nicht mehr vorschreiben lassen. Und ich werde jetzt hier ein bisschen schneller mal machen. Natürlich, ich habe es ja schon erwähnt, in diesem Kontext ist natürlich die Frauenbewegung eine ganz wichtige Beschleunigung gewesen. Und da ist natürlich Simone de Beauvoir, 49, mit Le Deuxième Sexe, eine der wesentlichen Anstoßgeberinnen. Wobei ich irgendwie gegenüber dem Feminismus böse bemerken muss, sie hat recht behalten mit dem, was sie 1949 geschrieben hat. Das ist nämlich sozusagen die Beschreibung der Situation der Frau und ihrer möglichen Perspektiven aus existenzialistischer Perspektive. Da war sie noch ganz Existenzialistin. Und was ist der Grund für die Unterdrückung? Der Grund für die Unterdrückung ist die Abhängigkeit. Wie kann man die Abhängigkeit aufheben? Frauen müssen arbeiten gehen, ihr Leben selber gestalten. Das ist im Grunde die Quintessenz der 1000 Seiten von Simone de Beauvoir. Natürlich steht da noch ganz viel anderes Historisches drin, ist klar. Und damit hat sie recht behalten. Schlicht und ergreifend recht behalten, sozusagen von den vielen Ideen, die natürlich aus den verschiedenen feministischen Perspektiven und Strömungen entstanden sind, da ist natürlich im Grunde, das sind Impulsgeber, aber die setzen sich nicht so um, werden Simone de Beauvoir hat beschrieben, was dann in der Tat auch eingetreten ist. Und deswegen ist das in dieser Hinsicht natürlich einer der mit der wesentlichen Bewegung. Und
Und ja, dann noch zwei Aspekte, die natürlich ganz wichtig waren. Der Kaufmann stellt fest, also schreibt 1974, nahm die WHO zur Kenntnis, dass Sexualität zur Fortpflanzung und das Luststreben zwei verschiedene Dinge sind. Sie erkannte die Legitimität und Bedeutung der Lust als Quelle des Wohlbefindens und sogar der Gesundheit an. Die Forderung nach dem Orgasmus stand nun in den politischen Gleichungen. Also sozusagen 74 ist ein wichtiges Datum, das noch viel entscheidendere Datum. Das beschreibt Hans Blumberg in seinem posthum erschienenen ebenfalls 1000 Seiten Werk über die Anthropologie, die Beschreibung des Menschen. Hans Blumberg ist in den 90ern gestorben, auch Kulturphilosoph. Und der schreibt eben in dem Werk, das haben Sie auf dem Blatt, Blumberg 479, dass die Wissenschaft Freiheiten verschafft, ist unbezweifelbar. Ich erinnere an die einzige wirklich bedeutende Veränderung des menschlichen Verhaltens in unserem Jahrhundert durch die Kontrazeptiva. Und das ist natürlich sozusagen der sicher in diesem Kontext der Beschleunigung, also sozusagen der Brandbeschleuniger gewesen. Und quasi, wir haben auf der einen Seite eben wieder diese Bewegung der Auflösung traditioneller Strukturen und wir haben natürlich Versuche, das einzudämmen. Also ist die Auflösung traditioneller Strukturen, ist natürlich aus der Perspektive der Tradition böse und umgekehrt sind die traditionellen Strukturen für diejenigen, die auflösen wollen, böse. Und was ist eine der Antworten natürlich drauf? Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Natürlich das Insistieren auf dem irgendwie komischen Begriff dann zum Teil romantische Liebe. Also romantische Liebe, haben Sie das auf dem Blatt? Muss ich mal schauen. Haben Sie nicht, aber ein Soziologe aus Frankfurt, Karl Otto Hondrich, der redet so locker von der romantischen Liebe, die in Europa herrschen würde und wo man eben heiraten muss, wenn man sich liebt. Und aus keinen anderen Gründen heiraten darf. Und dieses Modell unterliegt natürlich dem archaischen der Zwangsverheiratung durch die Familie. Und es gibt Regionen in Nordindien, muslimische Regionen, Nordostindien, da ist die Liebesheirat, steht da drauf, die Todesstrafe. Und auch im Libanon gibt es christliche Gruppen, also gibt es Christen, die machen das nicht anders wie, also da gibt es auch nur Familienverheiratung oder Zwangsverheiratung. Also das ist nicht anders wie bei den muslimischen Nachbarn. Sozusagen trotzdem diese romantische Liebe, aber der Begriff der romantischen Liebe hat damit überhaupt nichts zu tun. Die romantische Liebe, also die von Eichendorff und so, also von den Hardcore-Romantikern, die erfüllt sich nur im Jenseits, die wird im Diesseits nicht realisiert. Die treffen sich alle erst im Jenseits. Lese mal Ahnung und Gegenwart von Eichendorff oder Brentano oder so, die Chroniker eines fahrenden Schülers. Also die romantische Liebe hat eigentlich mit dieser Liebesheirat nichts zu tun. Ja, aber es gibt sozusagen Antworten auf diese Auflösungserscheinung. Eine Antwort hat Weber gegeben in seinem Brautbrief, also noch bevor er dann diese zwei Beziehungen hatte, wie er seiner Frau, die er heiraten wollte, irgendwie, weil es Zeit ist, und der schreiben sozusagen, keine fantasievolle Hingabe an unklare und mystische Seelenstimmungen dürfen wir in uns dulden. Denn wenn die Empfindung dir hochgeht, musst du sie bändigen, um mit nüchternem Sinn dich steuern zu können. Das war die Antwort des Hardcore-Protestantismus am ausgehenden, also 1893 ist das geschrieben. Um die Zeit, um 1900 herum, eine ganze Reihe auch populäre Bewegungen gegeben. Der Jazz kam auf, Anfang des Jahrhunderts beginnt ja das Kino. Und das Kino war eine schmuddelige Angelegenheit, dunkel. Da ist ja so ein bisschen Spielraum. Und gleichzeitig wird das Druckgewerbe erleichtert und dann gibt es Schmutz- und Schundhefte. Und der Terminus Schmutz und Schund wird ein juristischer. Und
es wird natürlich auch sofort, natürlich die Polizei greift da sofort ein, verbietet Tanzveranstaltungen mit Jazzmusik und dergleichen. Und die katholische Kirche gründet einen Volkswartbund, einen deutschen Volkswartbund, sitzt in Köln, von Kardinal Frings kräftig gefördert, und der kämpft dann, ich weiß nicht, wann er sich aufgelöst hat, in den 70er, 80er Jahren oder so, kämpft dann gegen Schmutz und Schund und hat bei Kaiserszeiten relativ gute Karten, in der Weimarer Republik ganz schlechte, bei den Nazis natürlich schlechte, gute, weil die natürlich sozusagen genau gegen Schmutz und Schund kämpfen, nur um es nebenbei zu sagen, sie haben die Ehe aufgelöst. Also sozusagen, dass man Sex außerhalb der Ehe haben darf, staatlich sanktioniert, war das Ende der, sozusagen der, des Ehemodells des 19. Jahrhunderts. Und das, das hat ja nachhaltig gewirkt. Also deswegen, die haben ganz was anderes gemacht, als was sie propagiert haben. Aber jedenfalls der Volkswartbund hat dann versucht, in den 50er Jahren sozusagen den Kampf, da kamen die wieder auf, da kam plötzlich alles möglich, da kamen diese Illustrierten auf. Und dann kommen die Kinsey-Reports. Und in Deutschland herrscht ein großer Anti-Amerikanismus. Und dann kommt die Kinsey-Report, ja, die bösen Amis. Bei denen geht es nur um Orgasmus und bei uns geht es um Treue und Volksgemeinschaften und Romantik. Ja, bitte. Ja, ich habe das mit den Nazis noch nicht verstanden. Was haben die propagiert und was haben sie gemacht? Propagiert haben sie schlicht und ergreifend eine, sozusagen die traditionelle Familienmoral, und haben Mutterkreuze vergeben und haben gleichzeitig aber während des Krieges dann angefangen, die Leute aufzufordern, geht auch miteinander ins Bett, wenn ihr nicht verheiratet seid. Ja. Und kriegt Kinder. Das war das Entscheidende dabei. Sozusagen aus einem einer Freundin von mir hat die Mutter in den 20ern, war die Großmutter hatte ein uneheliches Kind. Da gibt es Prozessakten aus München. Also da wird einem schlecht. Ne? Also wie sie die Frau behandelt haben vor Gericht. Ne? Und der Schwängerer, da kam die Mutter irgendwie etabliert, irgendwer baut sich auf und also da. Frau sozusagen mit unehelichem Kind, das ist ja noch Willy Brandt vorgeworfen worden. Das ist ja heute sozusagen gar kein Wort mehr. Aber die Nazis haben eben ganz klar sozusagen durch diese Propaganda, was heißt Propaganda, die Praxis, haben natürlich an ganz entscheidender Stelle die eigentliche Ehemoral aufgelöst. Und das, warum denn plötzlich nicht mehr? Warum geht das nicht? Und dann haben ja auch ganz viele, die haben ja auch an die Nazis noch geglaubt. Also die haben ja, waren ja gut. Ja, dass sie die Juden umgebracht haben, ein bisschen doof, aber ansonsten haben sie ja eigentlich und so weiter. Also die Leute, die dabei waren, ne? Die gar nicht Nazis unbedingt waren, ne? Aber die sich selber damit natürlich auch exkulpieren. Und dann ist natürlich, also in der Hinsicht, wie gesagt, haben die wesentlich zur Auflösung der Moral der Monogamie beigetragen. Also sozusagen, dass die Ehen erst ab den 70ern geschieden werden und so in massiver steigender Form, das ist eine andere Geschichte. Ja, wie gesagt, das ist die, gegen den Kinsey-Report wettern alle. Natürlich der Stern, die Quick und die Bunte haben fleißig daraus berichtet und immer kritisch, immer ganz negativ, aber detailreich. Damit haben sie natürlich die Auflagen gesteigert, ist klar. Und der Volkswartbund wollte darüber nicht reden lassen. Ist zu Adenauer gegangen, wollte das irgendwie, aber Adenauers Wähler wollten das haben. Der hat nichts dagegen getan, gegen diese Entwicklung. Und deswegen, ich habe das aus einer Bildschrift, Sibylle Steinbacher, wie der Sex nach Deutschland kam, der Kampf um Sittlichkeit und Anstand in der frühen Bundesrepublik. München 2011 ist eine Bildschrift einer Zeithistorikerin. Der Titel ist sicher vom Verlag gemacht. Der Bildtitel lautete sicher anders. Und die exkulpiert sozusagen die 68er vor dem Vorwurf, dass sie für die heutige Brutalo und was der Teufel was Geschichte, Sittenverfall verantwortlich wären, die Geschichte wäre viel älter.
Und die 68er hatten damit eigentlich gar nicht viel zu tun. Ich habe mal ein Filmseminar gemacht und mit einem von der Hochschule für Film und Fernsehen. Ich habe mehrere gemacht und da hat der mir doch glatt diese Schulmädchenreports aufs Auge gedrückt. Und dann haben wir einen Referenten gehabt, der sollte die vorstellen und dann immer Ausschnitte zeigen. Und der Referent sagte am Anfang, er hätte noch nie so viele Probleme gehabt, ein Thema an der Uni vor seiner Freundin und seinen Eltern zu rechtfertigen. Ich habe am Ende des Seminars gesagt, ich mache nur noch Hegelseminare. Aber es war trotzdem interessant. Was da rauskam, die haben, also diese Schulmädchenreports, diese Sexfilme, diese billigen Sexfilme der 70er Jahre, waren quasi Ergebnis des Niedergangs des Kinos der 60er. Aufgrund der Fernsehkonkurrenz. Die hatten sozusagen keine Chance mehr gegenüber dem Fernsehen. Und diese Sexfilme gab es noch nicht im deutschen Fernsehen, gab noch keine Privatsender. Und damit konnte das Kino mit so billigen Sexfilmen quasi wieder Leute in die Kinos locken. Und die haben dann die 68er-Terminologie genommen. Das war wirklich witzig da drin. Die nehmen die 68er-Terminologie, um eine Sexszene nach der anderen abrollen zu lassen. Also das hat ja mit 68 überhaupt nichts zu tun, ne? Aber sie haben sich schlicht der Sache bedient. Und deswegen kann man auch sagen, dass der Niedergang des Kinos hatte nichts mit 68 zu tun. Ne? Das war, wie gesagt, war Fernsehen, war Mediengeschichte. Also in der Hinsicht, zitiert er unter anderem den Soziologen Helmut Schelsky, der 1955 ein Buch als Antwort auf den Kinsey-Report schreibt, Soziologie der Sexualität. Und der fordert in diesem Buch, dass das Thema Sexualmoral in der Öffentlichkeit nicht diskutiert werden darf. Das wird nur im Kreise von Experten diskutiert und das Volk muss gehorchen. Dem wird das vorgeschrieben. Das, Helmut Schelsky war ja so ein Vordenker der CDU der 50er, 60er Jahre. Dann Luhmann kann natürlich noch ja, einen harten Kritiker, natürlich viel späteren Kritiker dieser Liberalisierung. Das ist Norbert Bolz, saß zumindest hier an der Humboldt-Universität. Ich weiß nicht, ob er nicht emeritiert ist derweil. Müsste vielleicht noch da sein. Medientheoretiker, hat 2006 die Helden der Familie geschrieben und ist also der Feind jeglicher Form von Emanzipation schlechthin. Etwa wie Frank Schirmacher mit seinem Buch Minimum oder Eva Herrmann mit dem Eva-Prinzip, die sind ein Jahr später erschienen. Und da habe ich ein Zitat, das lese ich Ihnen einfach nur vor. Je erfolgreicher die Wirtschaft und je gebildeter die Frauen, desto unfruchtbarer ist die Nation. Frauen verdienen mehr und gebären weniger. Die Emanzipation der Frau vollzieht sich als Entwertung der Mutterschaft und der Männlichkeit. Männer und Frauen leben das gleiche Leben. Doch dafür müssen auch gerade die erfolgreichen Frauen ihren Preis entrichten. Karrierefrauen tendieren nämlich zur genetischen Impotenz. Denn je höher sie auf der Karriereleiter steigen, umso unwahrscheinlicher wird es, dass sie heiraten und Kinder bekommen. Das bedeutet aber, dass sie nur wenig zum Genpool beisteuern. Sie finden da noch jede Menge solche Sätze. Also das ist sozusagen das Ehemodell des 19. Jahrhunderts, das er vertritt. Ja, dann gibt es noch, wir haben jetzt aber später erst angefangen, gell? Ich habe schon noch ein bisschen Zeit. Bitte? Drei Viertel können wir machen. Dann müssen wir hier gehen sozusagen. Ja, dann ist der nächste Vortrag. Aha. Naja, dann muss ich noch ein bisschen schneller machen. Werde ich nur noch eine witzige, also sozusagen zu dem Ehemodell, weil ich jetzt gerade bei dem bin. Ich habe da zwei Zitate von Kant. Kant definiert ja den Zweck der Ehe, das haben sie nicht, als den lebenswidrigen, wechselseitigen Besitz der Geschlechtseigenschaften. Und das ist aber noch harmlos. Das ist sozusagen noch die harmlose Variante. Wenn man den Gebrauch der Lüste pflegt, macht man sich zur Sache. Und die Menschheit beschädigt damit das Recht der Menschheit an einem selbst, nämlich die Menschheit erhebt jedes einzelne Individuum zu einer Person.
Das ist die Menschheit. Also sie haben da gar nichts zu melden. Sie dürfen sich nicht zur Sache machen, weil sie Teil der Menschheit sind. Und das Einzige können sie dadurch, das können sie nur dadurch kompensieren, eben durch den Ehevertrag. Und dann macht man sich gegenseitig zum Eigentum und im Sinne einer Sache. Und das können Sie mitlesen vor Punkt 8, die Grausamkeit als Antwort auf die Tugend. 278b kann 278b, das ist sozusagen die härteste Stelle. Das aber, dieses persönliche Recht, ist doch zugleich auf dingliche Art sei, gründet sich darauf. Und jetzt kommt der eins entscheidende Satz. Wenn eines der Eheleute sich verlaufen oder sich in eines anderen Besitz gegeben hat, das andere es jederzeit und unweigerlich gleich als eine Sache in seine Gewalt zurückzubringen berechtigt ist. Frauen haben die Geschäftsfähigkeit zum Teil erst in den 70er Jahren gekriegt. Also es ist nicht harmlos. Es ist kein leeres Geschwätz in dem Sinne. Aber er bezieht das dann nur auf Frauen? Bitte? Er bezieht das dann nur auf Frauen? Nein, für Männer, das gilt für Männer und Frauen gleichzeitig. Das ist schon gegenseitig, das ist immer gegenseitig. Es ist ganz klar, also es ist heterosexuell, es gibt sozusagen das Modell der Homosexualität, sowieso nicht, mein Gott, das sind 18. Jahrhunderten. Unterschiedlichen Geschlecht steht irgendwo. Das ist klar, also es ist gegenseitig und dadurch, dass sie sich gegenseitig zum Eigentum, zur Sache machen, heben sie diese Entfremdung auf. Und dadurch ist der Gebrauch der Lüste sozusagen legitimiert. Dann ist er nicht mehr böse, sonst ist er immer böse. Und drei Worte doch noch zu Marquis de Sade. Jedenfalls Marquis de Sade hat eigentlich, mein Gott, das, was wohl heute ständig in Fernsehprogrammen gezeigt wird, gemacht. Eigentlich hat er, also er hat niemand umgebracht und so weiter und so weiter. War ein Adliger und die Adligen, er wurde zwangsverheiratet. Er hatte eine Freundin, die hätte er gern geheiratet, aber der Vater hat gesagt, du musst die heiraten, wir brauchen Geld. Dann hat er es auch gemacht. Und und er hat was ihm den Ruf, was ihm das Problem eingebracht hat, er hat halt seine Orgien, die damals alle gefeiert haben, alle Adligen, nicht die Bürger. Die Bürger haben die Moral hochgehalten, die waren die Tugendhaften. Die Adligen haben sozusagen die Orgien gefeiert. Die Libertins, Richelieu war einer der schlimmsten. Und was in den 120 Tagen von Sodom beschrieben wird, hat es wohl Bemühungen gegeben und wohl nicht ganz unerfolgreiche nachzuweisen, dass diese Geschichten alle stattgefunden haben, im Detail. Also das ist ja eine Geschichte von, also ich weiß nicht, wie Sie die 120 Tage von Sodom irgendwie kennen, will ich jetzt auch nicht weiter erzählen, aber jedenfalls Gruseligkeiten, die der Desart da beschreibt, natürlich hat er sich dran aufgegeilt. Er saß 11 Jahre im Gefängnis auf Geheiß seiner Schwiegermutter, der er dann das Leben gerettet hat als Revolutionsrichter. Denn die hätte eigentlich auf dem Schafott enden müssen und er war Revolutionsrichter. Er war aber gegen die Todesstrafe und hat unglaublich viele gerettet, was ihm selber fast das Leben gekostet hätte. In letzter Sekunde ist er sozusagen irgendwie aus dem Karren entkommen. Und das war der Tag des Sturzes von Robespierre. Es heißt, Robespierre ist gestürzt, dann muss doch jetzt die Maschinerie stoppen. Nee, die Maschinerie macht noch weiter. Die drei Karren mit 27 Delinquenten werden alle hingerichtet, ne? Obwohl Robespierre schon gestürzt ist. Das war sozusagen der Tag des Sturzes. In der Hinsicht, Marquis de Sade ist jemand, der eigentlich gegen die Gewalt protestiert. Sie natürlich ein Stück weit auch selber mitmacht, das war aber auch ganz üblich. Und die Adligen hatten ja auch nichts zu tun in der Zeit. Nein, die waren durch den Absolutismus in Frankreich quasi, und vor allen Dingen die Jungen, die hatten schon gar nichts zu tun. Die mussten nur ihren Adel zeigen und viel Geld ausgeben und hatten keins mehr. Und jetzt will ich mal ganz schnell noch hier meine Antworten ich habe ja sozusagen dann am Schluss drei Punkte, wo ich die Antworten auf die Frage, wann ist der Gebrauch der Lüste wirklich böse, geben will. Ich habe jetzt sozusagen verschiedene Modelle, verschiedene Blickwinkel hier gezeigt und das erste ist also Punkt 10, Unterwerfung unter einen christlichen Code. Das Böse, die erste habe ich es benannt. Foucault in der Gebrauch der Lüste und auch in der Wille zum Wissen macht deutlich, dass eben in der Antike es keine sozusagen festen Regeln gab.
die also sozusagen Sokrates bis Plotin, gab es keinen Code, der irgendwie, dem man sich unterwerfen musste, sondern man musste sich seine Regeln selber zusammensuchen. Und es gab jede Menge Ratschläge. Also die Philosophen waren Lebensberater in gewisser Hinsicht und haben eben, wie es gestern ja auch geschildert wurde vom Symposion, wann ist es gut, wann ist es kalt, wann ist es zu warm, wann machst du es am besten, nicht zu viel, nicht zu wenig, wo ist gefährlich und so weiter. Aber man muss das selber machen und sozusagen sich nicht einfach nur einem Code unterwerfen und dann dem Code folgen. Und das wäre dann sozusagen diese eine Perspektive. Unterwerfung unter einen Code ist die Selbstentmündigung. So würde ich das mal nennen. Und das wäre sozusagen eine Form. Das Zweite, das deutet dann auch schon das Dritte an. Da habe ich ein Beispiel, ich habe es ja gerade schon erwähnt, die Aufklärung war so tugendhaft. Der erste deutsche Bildungsroman von Christoph Martin Wieland, die erste Fassung 1760, die letzte 1790 oder so, gibt es eine Liebesgeschichte. Die Liebesgeschichte kommt nie zum Gebrauch der Lüste, sowieso, dass es um diese Zeit geht, also das ganze geht, also ist ganz klar. Und am Ende vom Lied, die Angebetete erklärt, sie werden darauf verzichten. Und dann gibt es eine wunderbare Stelle, ich lese das jetzt nicht mehr vor, das wird zu lang, aber jedenfalls, da treffen sich die beiden dann endlich wieder und jetzt wäre der Punkt gekommen, wo sie sich endlich vereinigen könnten in Tarent bei Archytas. Die ganze Geschichte spielt eben, die Geschichte des Agathon spielt in der Antike und jetzt könnten sie sich endlich vereinigen, dann sagt sie, nein, wir werden als Freunde zusammenleben. Aber wir werden nicht sozusagen uns vereinen. Nein, sie hat, und dann sagt sie auch noch, und sie freut es, dass sie das zu einem Zeitpunkt tut, wo es ihr noch Mühen macht. Das ist sozusagen, das muss er akzeptieren. Das akzeptiert er zwar nur mit Mühen, aber er akzeptiert es. Das ist der Schluss des Romans, ne? Sozusagen der Verzicht, der generelle Verzicht. Ich habe noch ein wunderbares Zitat, das lese ich vielleicht hinterher noch vor, das könnte noch sein. Das lese ich Ihnen jetzt vor, das haben Sie nicht auf dem Blatt, das können Sie selber lesen. Stifters Nachsommer, 1856, die Liebeserklärung. Also sollten Sie das nochmal vorhaben, kann ich nur empfehlen, suchen Sie sich das raus, da haben Sie alle Sätze, die Sie brauchen. Sie können auch Heinrich von Ofterding, Novalis nehmen, das sind nur zwei Seiten, aber da stehen auch alle Plattitüden, die Sie brauchen. Also die entsprechende Liebesszene bei Stifter, Natalie und Heinrich Drendorf, das sind die Protagonisten. Ja, mein Freund, Liebe, unveränderliche Liebe. Solang das Leben währt und Treue, was auch die Zukunft von Gunst oder Ungunst bringen mag. Drendorf, oh Natalie, wie wallt mein Herz in Freude. Ich habe es nicht geahnt, dass es so entzückend ist, euch zu besitzen, die mir unerreichbar schien. Sie, ich habe auch nicht gedacht, dass ihr euer Herz von den großen Dingen, denen ihr ergeben wart, wegkehren und mir zuwenden werdet. Oh, meine Geliebte, ewig treue, mir gehörende Natalie, mein einziger, mein unvergesslicher Freund. Da eine Zeit vergangen war, sagte endlich Natalie, mein Freund, wir haben uns der Fortdauer und der Unaufhörlichkeit unserer Neigung versichert und diese Neigung wird auch dauern. Aber was nun geschehen und wie sich alles andere gestalten wird, das hängt von unseren Angehörigen ab. Von meiner Mutter und von euren Eltern. Sie werden unser Glück mit Wohlwollen ansehen. Ich hoffe es auch. Aber wenn ich das vollste Recht hätte, meine Hand, also sie hat das Recht nicht, wenn ich sie es hätte, das vollste Recht hätte, meine Handlungen selber zu bestimmen, so würde ich nie, auch nicht ein Teilchen meines Lebens so einrichten, dass es meiner Mutter nicht gefiele. Es wäre kein Glück für mich. Na, das ist jetzt nicht so gut, es wäre kein Glück für sie, das ist nicht kantisch. Ich werde so handeln, solange wir beisammen und auf der Erde sind. Ihr tut wohl auch so. Also,
Aber sprecht, wenn eins von denen Nein sagt. Jetzt wird es einmal spannend in diesem Roman. 600 Seiten Langeweile. Und wenn jetzt eins von diesen Nein sagt, wenn eines Nein sagt und wir es nicht überzeugen können, so wird es Recht haben. Und wir werden uns dann lieben, solange wir leben. Wir werden einander treu sein in dieser und in jener Welt, aber wir dürfen uns dann auch nicht mehr sehen. Also sozusagen, damit komme ich zu meiner eigentlichen, wann ist der Gebrauch der Lüste wirklich böse? Da würde ich sagen, und das hat sozusagen natürlich mit Foucault zu tun, mein letzter Punkt 12. Es ist die Antwort der Griechen. Und es ist natürlich genau das hier und das, was ich sozusagen von Stift von Wieland auch erläutert habe, die Lüste nicht zu gebrauchen. Der Gebrauch der Lüste ist dann böse, wenn sie nicht gebraucht werden. Foucault beschreibt das über die Griechen, dass der Athener Bürger natürlich Herr seiner Lüste sein sollte. Er durfte nicht Sklave ihrer sein, deswegen brauchten die Askese. Aber diese Askese steht nicht im Dienst der Unterwerfung unter einen christlichen Code, sondern steht im Dienst der eigenen Selbstgestaltung des eigenen Lebens. Also die Askese für sich selbst. Man darf sich nicht sozusagen ständig hinreißen lassen. Ja, die durften nicht ständig sozusagen die Lüste gebrauchen und nicht in die Volksversammlung gehen. Dann waren sie keine guten Bürger. Gelegentlich mussten sie in die Volksversammlung oder in den Krieg ziehen. Ne? Und das Einzige, schreibt Foucault, was für die Antiken quasi eine Untugend war oder ein Laster, nicht die Lüste zu gebrauchen, das war gut. Zu viel war natürlich auch nicht gut, aber das Schlimmste war, sie nicht zu gebrauchen. Ja, vielen Dank.